In diesem Video verrät Tiere schlau die 7 Geräusche, die Katzen am meisten hassen, damit du sie mit deiner Katze am besten vermeiden kannst. Sirenen und Verkehrslärm. Menschen können nur Frequenzen von bis zu 20 kHz wahrnehmen, während Katzen in der Lage sind, Frequenzen von bis zu 85 kHz über Entfernungen von fast über 15 km zu hören. In diesem Zusammenhang müssen die lauten Geräusche von Autohupen, Motoren und Sirenen in der Nähe ziemlich unerträglich sein. Das sind Geräusche, die dazu bestimmt sind, den Umgebungslärm zu durchdringen. Also ist es verständlich, dass sich unsere Katzen unwohl fühlen. Gewitter. Dieses Wetterphänomen geht in der Regel mit starken Windböen, Regen und erhöhtem Verkehrslärm in städtischen Gebieten einher. Wenn ein Unwetter heftig wird, kann es notwendig sein, dass die Sicherheits- und Gesundheitsdienste ihre Aktivitäten erhöhen und ihre Sirenen einsetzen. Das Ergebnis ist eine Kombination von Geräuschen, die Katzen in den Wahnsinn treiben kann. Dies kann durch Donner oder Blitze, die sie begleiten, noch verschlimmert werden. Wir empfehlen, Türen und Fenster zu schließen, um dein Zuhause von Außengeräuschen abzuschirmen und leise Musik zu spielen, damit sie sich entspannen können. Feuerwerk. In vielen Ländern ist es üblich, besondere Anlässe mit Feuerwerk zu feiern, was für unsere Katze sehr unglücklich sein kann. Viele Städte setzen Strategien für tierfreundlichere Feiern um, was auch für Menschen auf dem Autismus-Spektrum oder mit anderen Erkrankungen, die sie empfindlich gegenüber lautem Lärm machen, von Vorteil sein kann. Du kannst nicht nur für eine entspannte Atmosphäre sorgen, sondern auch einen Rückzugsort schaffen, indem du eine Decke und ihr Lieblingsspielzeug in eine Box legst und ihnen Gesellschaft leistest. Geräusche von anderen Katzen. Ein harmonisches Zusammenleben zwischen Katzen wird durch ihr territoriales Verhalten erschwert, besonders bei unkastrierten Katern. Diese Schwierigkeit hängt mit ihrem Fortpflanzungstrieb und der Suche nach einem Partner zusammen. Sogar wenn sie die einzige Katze im Haus ist, kann jedes Anzeichen eines potenziellen Rivalen sie dazu zu bringen, ihr Verhalten zu ändern. Ein solches Zeichen kann der Klang ihrer Schreie oder sogar die Wahrnehmung ihres Geruchs sein. Wenn deine Katze solche Reize wahrnimmt, aber nicht nach draußen gehen kann, können die Geräusche anderer Katzen sehr beunruhigend sein. Schreien. Auch wenn wir aus verschiedenen guten Gründen lauter sprechen müssen, empfinden Katzen eine erhobene Stimme oft als eine Art Nörgelreiz. Sogar wenn wir nur versuchen, die Aufmerksamkeit von jemandem im Nebenzimmer zu bekommen, kann der Klang unserer lauten Stimme die Katze verängstigen. Um sicherzustellen, dass sich deine Katze in deinem Zuhause sicher und wohl fühlt, solltest du immer eine leise Stimme benutzen und eine neutrale Haltung einnehmen. Seltsame Geräusche. Auch wenn es nicht besonders laut ist, kann ein für deine Katze ungewohntes Geräusch eine negative Reaktion hervorrufen, besonders wenn es aus heiterem Himmel kommt. Katzen mögen im Allgemeinen alles nicht, was ihre Routine unterbricht. Es ist ein natürlicher Mechanismus zur Selbsterhaltung, bei dem Katzen eine strenge Routine anwenden, um sich ungünstigen oder auch gefährlichen Situationen zu entziehen. Das Beste, was du tun kannst, ist, sie von klein auf zu sozialisieren und ein stabiles Verhalten gegenüber verschiedenen Reizen zu fördern. Haushaltsgeräusche. Verschiedene Geräte, die wir im täglichen Leben nutzen, senden hohe Frequenzen aus, die dann die Ruhe einer Katze besonders stören können. Dazu gehören Mixer, Staubsauger, Haartrockner oder auch der Fernseher mit hoher Lautstärke. Deswegen sollten wir das Futter, das Wasser, das Katzenklo und die Ruhezonen unserer Katze immer von den Bereichen fernhalten, in denen diese Geräusche häufig ertönen, sowie von Bereichen mit starkem Fußverkehr. Außerdem sollten wir sie von klein auf mit positiver Verstärkung sozialisieren, damit sie keinen Stress haben, wenn solche Geräte in Betrieb sind. Welchen Lärm hasst deine Katze am meisten? Teile es uns in den Kommentaren mit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.